Ich will erstmal gerade einen Stufenanstieg verballern. Den habe ich nämlich noch übrig. Hier gibt es Spezial-Multi-Boden ausschalten. Nehme ich. So. Ich will jetzt in diesen Raum rein. Alfred, versuch Informationen über einen Mord bei den Lacey Towers zu finden. Die Polizei scheint gerade dort zu sein, Sir. Oh, und das ist interessant. Das Opfer soll anscheinend Black Mask sein. Black Mask tot? Ach, als ob. Schon auf dem Weg. Das glaubt ihr doch selber nicht. Ja, hier kam ich nicht rein, ne? Gut, wie kam ich hier raus? Da unten ist eine Tür. Funktioniert die? Komme ich hier raus? Da steht Exit drüber. Exit ist gut. Da komme ich noch nicht durch. Ich sollte das Gerät einsetzen, das ich von Deathstroke habe. Ah, da komme ich vielleicht auch an dieses Paket da unten. Huch, Alter. Alfred, lass das GCPD wissen, dass sie einen Blick auf die Final Offer werfen sollen. An den Dixon Dogs. Sie können Slade Wilson auf ihr einsammeln. Zusammen mit Scheiße. Einer Ladung illegaler Waffen. Wie komme ich denn da dran? Ich kann von hier oben nicht die Bettklau benutzen. Obwohl, geht das mit doppelt... Warte mal. Geht das mit doppelt 2? Auch nicht. So, wie komme ich da dran? Das muss ich mir noch überlegen auf jeden Fall. Dann nehme ich das nämlich noch mit. Ich kann ja eh wieder überall hinlaufen, wenn ich später noch irgendwie die genialen Einfälle habe. Unterdrückte Bürger Gothams, eure Hilferufe wurden erhört. Ich, Anarchy, die Stimme des Volkes, bin hier, um euch von der Seuche der Korruption, die unsere einzige Stadt zu befreien. Diejenigen, die wir wählten und anstellten, um unsere Freiheit und Sicherheit zu garantieren, krümmen keinen Finger. Warum sollten sie auch? Sie wurden gekauft und bezahlt, um wegzusehen. Da sie nicht handeln, tue ich es. Beim ersten Licht des Sonnenaufgangs wird der Quell von Gothams Niedergang vernichtet. Und jetzt zurück... Dass die Bösewichte doch immer irgendwelche Probleme mit Gotham haben, es ist echt ätzend. Anstatt dass einfach mal ein Bösewicht jetzt hier frei rumläuft, nein. Zu den Lacey Towers, bevor die Cops alle Beweise an dem Tatort vernichten, den Pinguin erwähnte. Ich hatte gehofft, dass du bloß Zeit für mich hast. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Über Verbrechen und Gewalt, Gier und Rache. Aber es geht auch um Vergehen. Hey, ganz ruhig. Ich will nicht kämpfen. Ich habe nur eine Nachricht. Anarchy sagt, wenn sie Geld abheben wollen, sollten sie sich beeilen. What the fuck? Wie, Bombe? Halt, stopp! Was für eine Bombe? Deswegen gebe ich dir eine. Lass sie hochgehen oder halte mich auf. Ich entscheide aufgrund deiner Taten, was ich mit dir mache. Wo finde ich denn die Bombe? Seid ihr behindert? Wie soll ich denn eine Bombe entschärfen, wo ich nicht mehr weiß, wo sie ist? Doch einen Arsch offen. Gibt's hier einen Hinweis? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Warte, Geld abheben. Geld abheben ist Bank. Bank, 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 Bank. Wo finde ich die Bank? Wo finde ich die Bank? Industriegebiet. Was ist das da? Ist das die Bombe? Ich habe drei Bomben in den Korruptesten. Okay, das heißt, ich muss doch dahin. Okay, dann wird's mir doch angezeigt. Die alle für komische Ideen haben. Unglaublich. So, meine Zeit rennt mir gerade hart davon. Also ganz hart davon. Und ich muss hochziehen. Scheiße, ich muss hier rüber. Scheiße, wo habe ich mich jetzt hin teleportiert?
Ein Behindertenplatz auf jeden Fall. Ach Moment, da drüben kam ich rein. Ah, stopp, 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 stopp. Lauf. Warum gehe ich schon wieder zu Fuß? Egal. Schneller. Boah, das war cool mit Salto. Oh nein, es ist Batman. Ja, Batman hat aber gerade harten Zeitdruck. Ja, komm, sei ruhig. Ich habe Besseres zu tun. Okay, ich muss irgendwo da drauf wahrscheinlich. Ah, oh, sind wieder Gegner. Und sind überall Gegner? Ja, klar. Ich muss da trotzdem hoch. Sorry. Ich habe gerade keine Zeit, mich hier zu prügeln. Aha. Das sieht doch gut aus. 36 Sekunden. Was zur Hölle? Mach's doch noch knapper. Geld regiert die Welt. Das sagt man. Aber es legt einen auch an die Kette. Scheiße. Das wird knapp. Was ist das nächste glänzende Etwas kaufen, mit dem einen sein überteuerter Fernseher verführt? Stell dir nur vor, was wir schaffen können. 17. Oh Gott, war das knapp. Alfred, wir haben ein Problem. Ist mir nicht entgangen. Dieser Anarchie erwähnte 3 Bomben. Es gibt also noch 2. Ich muss sie finden. Und ich bin sicher, das werden sie, Sir. Meine Güte. So. Jetzt können wir uns quasi in Ruhe auch hier dem Rest widmen. Also Ruhe ist jetzt relativ, aber... Sturzflug! Können auf jeden Fall schon mal da hinten hin. Moment. Wenn ich schon mal dran vorbeifliege, weißt du, dann kann ich es auch mitnehmen. So, Sheldon Park. Ist hier irgendwas? Da unten ist wieder so eine Druckplatte. Da. Gucken, was mir die jetzt schon wieder bringt. Nein, nicht ins Wasser springen. Ich würde ja gerne mal wissen, was da immer passiert. Und warum auf einmal mein Missionspunkt rechts von mir ist. Er lebt noch, natürlich. Wie sie es immer nicht gerafft haben, dass ich noch lebe. Wieso ist auf einmal mein Punkt da oben? Ich muss hier hoch. Greifhaken. Irgendwie das Gefühl, ich fliege definitiv noch zu tief. Wieso ist jetzt meine Mission da? So, wo wird... Jetzt wird sie mir wieder da hinten angezeigt. Okay. Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Und ich gehe gleich wieder unter, wenn ich nicht langsam mal einen... Da. Greifhakenpunkt finde. Hier gegenfliegen ist auch viel cooler, als über so Schnellreisesysteme irgendwo hinzukommen. Aber der Kampf gegen Deathstroke, Alter, dieser Name, Deathstroke, war schon mal nicht von schlechten Eltern, also... Direkt am Anfang im Spiel so einen knackigen Kampf, das ist schon mal nicht schlecht. Bin ich mal gespannt, was die anderen noch so auf dem Kasten haben. Da hinten muss ich hin. Sieht irgendwie ein bisschen düster hier aus. Da vorne brennt die Fabrik. Nicht schön. Gibt's hier irgendwo ein paar Gegner? Nope, alles ruhig. Vielleicht auch ein bisschen zu ruhig das Ganze. Sie müssten irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Greift sie mich jetzt an? Ach, jetzt greift sie mich auch noch an. Ich hab dir gar nichts getan. Oh Gott. Das war, knapp. Alter, ich helfe euch. Rafft ihr das nicht mal irgendwann? Ich bin einer von den Guten, aber irgendwie wollen die das nicht einsehen. Wenn ich mich nicht in den Polizeifunk einklinken kann, bin ich zu sehr im Nachteil.
Ich sollte ihr mobiles Relais hacken. Ja, bin ich auch für. Rubio, wie lautet Ihre 20? Auf den Balkon für eine Fluppe mit Hemmenes. Diese Männer auf dem Balkon, das könnte mein Weg hinein sein. Klare Sache. Der Pinguin hat Black Mass und seine Freundin ermordet. Wir haben ja sogar seine patschigen kleinen Fingerabdrücke direkt neben den Leichen. Ja, den Pinguin haben wir am Sack. Wird gern sehen. Knallt ihn ab! Ich halte dich gleich ab. Waren aber auch die einzigen beiden hier. Wie er mich halt. Aua, mit dem Gesicht ausgeländert, das tut doch weh. Wie sie aber auch wirklich meinten, mich angreifen zu können. Idioten. Lacey Towers. Da bin ich doch jetzt mal sehr gespannt, wer jetzt hier der Tote ist. Das ist bestimmt nicht Black Mask. Das wäre ein wenig zu einfach. Die Polizei glaubt, dass der Pinguin Black Mask umgebracht hat. Aber warum sollte er mich hierher schicken, wenn er der Mörder ist? Das ergibt keinen Sinn. Das wird doch nicht Black Mask sein, glaube ich. Die Morde sind schon Tage her. Das Feuer und die Umwelteinflüsse erschweren die Identifizierung der Opfer. Das männliche Opfer trägt eine schwarze Maske, aber ich kann ihn nicht als Roman Sionis identifizieren, ohne eine DNS-Analyse durchzuführen, was ich hier nicht kann. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht gut. Aha. Ich kann das weibliche Opfer anhand der Fingerabdrücke identifizieren. Tiffany Ambrose, Roman Sionis Freundin. Zumindest eine von ihnen. Sie war kein Engel. Langes Vorstrafenregister. Aber nichts lässt vermuten, dass sie das Ziel war. Okay, dann haben wir hier noch was. Das Feuer entstand durch einen Molotow-Cocktail, der in den Raum geworfen wurde. Vielleicht sollten so Beweise vernichtet werden. Und da liegt jetzt auch noch was. Moment. Jemand hat ihn erschossen. Aber wer? Die flache Flugbahn der Kugel weist auf einen Schützen von etwa Pinguins Größe hin. Aber die Rillen im Boden legen nahe, dass sich der Schütze in einem Stuhl zurückgelehnt hat. Diese Kugel stammt aus einem Revolver. Die ballistische Analyse deutet auf eine flache Flugbahn hin. Der Schütze hat in etwa die Größe des Pinguins. Doch den Schießpulverrückständen zufolge wurde die Kugel von einem auf dem Boden liegenden Schützen abgefeuert. Das ist ja mal hammerhart verwirrend gerade. Diese Fingerabdrücke sind die des Pinguins. Aber sie sind oberhalb des Rußes von dem Feuer. Die Cops haben recht. Der Pinguin war hier im Raum. Aber diese Abdrücke beweisen, dass er erst nach den Morden hier war. Wenn er Black Mass nicht getötet hat, wer dann? Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass Tiffanys Mörder auf dem Boden lag. Aber wieso? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Nein. Ah, Moment, da liegt noch was. Diese weißen Streifen hier sind Schuhcreme. Tiffanys Mörder wurde über den Boden geschleift. Außer den Opfern waren noch zwei weitere Leute hier. Tiffanys Mörder und wer auch immer ihn davongezerrt hat. Die Position, aus der das männliche Opfer erschossen wurde, verrät vielleicht mehr. Diese DNA-Spuren passen zu keinem der beiden Opfer. Zu wem gehören sie? Der Kampf begann, als jemand den Schützen erschreckte. Schwer zu sagen, wer gewonnen hat. Es könnte jeder von beiden sein. Ich sollte mir die Beweislage nochmal ansehen. Vielleicht erfahre ich noch etwas über den Eindringling oder den Schützen. Folge der roten Spur, während du dich in der... Ja, okay, das kennen wir ja.